Der Space Tourer von Citroën ist einer der Drillinge von Peugeot Traveller und Toyota ProAce. Technisch sind die Brüder identisch. Sie unterscheiden sich durch ein spezifisches Branding und individuelle Stoßfänger bzw. Lampeneinheiten vorn. Im Detail gibt es natürlich schon unterschiedliche Ausstattungsvarianten. Ich fahre hier die Ausstattung Business Lounge. Mit langem Radstand, aber kurzem Überhang hinten, sodass der Space Tourer soeben noch unter die 5-Meter-Marke in der Länge bleibt. In der Gesamthöhe bleiben die Brüder mit 1,95 knapp unter der 2-Meter-Tiefgaragenbegrenzung. Der 2-Liter HDI-Diesel bietet mit 177 PS, insbesondere dank 400 Newtonmeter Drehmoment, ein souveränes Vorankommen. Die 6-Stufen-Wandlerautomatik ist sehr lang übersetzt, was auch bei hohem Tempo niedrige Drehzahl verspricht. Bei abgelesener Geschwindigkeit von 160 km/h liegen gerade mal 2500 Umdrehungen an. Für die Solofahrt verspricht dies einen relativ sparsamen Verbrauch. Beim Ausnutzen der zulässigen Anhängelast von 2 Tonnen wird damit allerdings die Automatik in die Knie, sprich zum häufigen Runterschalten gezwungen. Der Space Tourer bietet 8 Sitze, die in Reihe 2 und 3 als Einzel- bzw. Doppelsitz individuell einklappbar, verschiebbar oder herausgenommen werden können. Die Sitzlehnen sind auch jeweils individuell in der Neigung verstellbar. Fahrer- und Beifahrersitz bieten eine Massagefunktion. Damit bietet der Space Tourer auch auf langen Reisen sehr komfortable Platzverhältnisse, erst recht mit dem großen Panoramadach. Grundsätzlich fährt sich der Space Tourer sehr souverän und komfortabel. Erst bei etwas schnell gefahrenen Bodenwellen oder Fahrbahnauflasterung kommt er an seine Grenzen und quittiert schon mal Lieferwagen-like polternd.